Ja, schönen guten Morgen. Wir sind wieder zurück vom Urlaub und möchten euch mal zeigen, was wir da alles so gemacht haben. Unter anderem haben wir da einen Crashkurs im K3 gemacht mit dem Kuba. Was sehr interessant, was K3 ist. Seht ihr gleich. Ab geht's. Ganz, ganz wichtig, es wird bei mir kein Hund gezwungen, getreten, geschubst, gezogen. Ihr macht es freiwillig und dann gerne. Ihr dürft gerne mit Leckerlis arbeiten, ihr müsst nicht mit Leckerlis arbeiten. Wir sehen, was der Hund uns zutraut und gucken mal, wie weit wir dann am Ende der Stunde sind. Okay? Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit Kuba einfach mal an. Ich möchte ganz gerne, dass Kuba einmal nur da drüber geht. Okay. Mehr erstmal nicht. So, nicht so. So drüber. Kuba, so wäre doof, weil die Stangen hoch, viel zu hoch sind. Kuba. Ich möchte nicht, dass der Hund springt. Kuba, hast du Zeit? Ich glaub's nicht. Kuba. Hallo. Was? Nicht hin? Komm, auf geht's. Das ist ja fies. Super. Nicht am Hund ziehen. Nehmen Sie die Leine weg. Sitzen. Perfekt. Mapp. Steh. Super. Steh. Super. Nochmal. Ah, ah. Zurück. Kuba. Steh. Super. Voll? Ja, prima. Okay, das ist die Aufgabe. Steh. Super. Okay. Ups, langsam runter. So, dann bist du nicht fertig. Ich bringe jetzt Kuba mit den Vorderpfoten wieder auf den Wobbler. Dann gehe ich mit dem Keks her und bewege ihn so ein bisschen hin und her, so ganz leicht, dass er eben mit den Vorderpfoten, dass er sich richtig auspendeln muss. Ja? So, jetzt guck mal. Super. Jawohl, guter Bub. Je langsamer und ruhiger und konzentrierter ihr mit euren Hunden arbeitet, umso langsamer, konzentrierter wird euer Hund und ist danach richtig platt. Weil schnell drüber kann jeder. Einmal rüber. Genau, super, super, super. Sitzen. Nee. Guter Bub. So, nachdem wir zwei Seiten haben, ja. Nee, springen tun wir nicht. Das geht gar nicht, Bube. Nochmal. Schau, da ist der Keks. Dass ihr sagt, ich möchte jetzt ein bisschen am Fuß arbeiten. Ihr geht zum Beispiel links oder wenn euer Hund links geht, so rum, sagt Fuß und geht einfach hier entlang. Und euer Hund muss auf euch gucken und natürlich auf das, was er hier macht. Also es ist mega anstrengend. Jawohl. Ja, du hast Hinterläufe. Jawohl, guter Bub. Ja, super. Jawohl. Das war klasse.
Das war klasse. Wie ihr gesehen habt, Kuba hat eigentlich ganz gut mitgemacht. K3, sehr interessant, werde ich weiterverfolgen. Steht letztendlich für Körper, Kognition und Kühnheit. Was ihr da gesehen habt, war ja nur ein kleiner Teil davon, nur so ein Crashkurs. Ich kann nur so viel sagen, die Hunde waren danach auf jeden Fall alle Beteiligten platt und haben erstmal eine Pause gebraucht. Sehr anstrengend, sehr cool. Probiert's mal aus. Bis dahin, euer Felix. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und ein Abo. Würde uns freuen auf jeden Fall. War ein schöner Urlaub, war ein schöner Kurs. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.